Hey Freunde, was geht? Heute mal, sorry, eine etwas andere Folge. Ohne Cam? Lies of P trotzdem in alter Manier natürlich. Und wir haben uns auch schick gemacht, denn, ja, die Feiertage stehen ja vor der Tür. Da gab es hier irgendwie so ein Paket mit ein paar Kostümen drin. Finde ich ganz lustig, um ehrlich zu sein. Ja, ich würde sagen, so latschen wir erstmal rum. Wir haben im Livestream ein paar Ergo gefarmt. Achso, ich wollte noch sagen, warum keine Cam. Ist, mir geht es momentan nicht so pralle, aber ich wollte auf jeden Fall trotzdem eine Folge aufnehmen. Oh, 4 Stufen, nice. Aber ist für euch auch vielleicht mal ganz geil, dann könnt ihr nämlich unten rechts auch sehen, wie sich das verhält mit den Waffenfähigkeiten und wie die Waffen sich abnutzen und so. I know my way around a weapon. So, Waffe verbessern, ging das? Nee, da brauchen wir Halbmondsteine. Also die Waffe, die will ich auf jeden Fall hinterherziehen. Die ist ganz lustig. So, Waffenhaltbarkeitsverlust, erhöhter Schaden bei Puppen, Ausdauerwiederherstellungsgeschwindigkeit. Hier haben wir immer noch die Teile. Okay. Es geht nur um 0,02 runter. Aber Brechen geht halt richtig runter, ne? Aber wie oft haben wir denn Brechen? Das ist die Frage. Schockwiderstand. Sollen wir mal gucken. So, ja, was habe ich, also, weiß ich nicht, irgendwie fühle ich mich schrecklich. Schrecklich gut. Nein, fühle mich wirklich ein bisschen scheiße, so. Ja, Stimme ist ein bisschen angeschlagen, dies, das, jenes. Guck grad, wo hier alles Schnurrbart ist. Finde ich nicht. Haben wir noch einen Quarz? Ich glaube nicht. Nö. Okay, dann geht's für uns zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ach doch, wir sind durch die Kanalisation und am anderen Ende war richtig hart auf die Fresse bekommen, glaube ich. Oder haben wir? Her body is on Rosa Isabel Street. I miss her so. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Bei uns wird ja auch nicht angezeigt, dass wir irgendwo noch Ergo zu holen haben. Leg dich nicht mit dem Weihnachtsmann an. Aber trotzdem der Impuls, zur Cam zu gucken, wenn man irgendeinen Schwachsinn redet, der ist trotzdem da. Das ist interessant, Alter. So, zack, hang. Santa Claus hat seine Route eingepackt, mein Freund.
So, jetzt kommt hier dieser komische Roboter, ne? Diesmal wissen wir ja, dass der ein bisschen mehr aushält. Das ist ein bisschen Terminator-Style, der Typ. Ich überlege gerade, was hat uns denn hier eigentlich kaputt gemacht? Jetzt fällt mir wieder ein. Wir haben da unten die Tür aufgemacht und dann sind wir zurückgelaufen. Naja. Meistens, wenn an einer Stelle so ein Typ ist, den man nicht erreichen kann, der aber auf einen schießt, ist das in den, also zumindest in Souls Games war es immer so, das ist einfach nur, damit man schnell und unbedacht in eine Richtung gelenkt wird. Ja, dass man sagt so, scheiße, da oben der Typ schießt, ich renn schnell hier lang. Und schon bist du dem in die Falle gegangen. Und so weiter. Okay, Spezialreinigungsampulle. Damn. Die brennen für ihren Job. Mhm. Das ist schon wieder so ein... Arschkind, wollte ich sagen. Ich habe Geschenke mitgebracht. Arsch. Ein Arschkind mit einem Arsch-Schwergewichtsrahmen. Ja, die bringen halt immer Schadensreduzierungen, ne? Einfach nur. Dafür wird unser Gewicht immer krasser. Aber wir haben ja vorgesorgt und haben schon ja, ein paar Pünktchen reingemacht. Oh. We found it, the black dress. But it's just a puppet? What on earth is going on? Ein Ehering. Okay. Ah, nice. Ich weiß sogar, wo das hinführt. Okay, das ist wirklich gut. Ey, warte mal.
Ich habe schon wieder meine Planung hier durcheinander gebracht. Okay, dann müssen wir zu, wie hieß denn der? Irgendwie bla bla, der Gentleman oder so ähnlich, ne? Merry Christmas. What the ever living fuck? Was zur Hölle ist denn das da für ein Typ, Alter? Oh no! Hans und Hans verfolgen mich! Es ist immer krass, wenn man in so ein Tempo gezwungen wird, ne? Kann der wieder weggehen? Kannst du wieder weggehen? Ach, ich wusste es. Bro, bitte. Okay, das geht nicht mit dem Teil. Leck mich am Höschen, ne? Ich fucking wusste es. Vor allem, ich wüsste nicht mal,
der Shortcut. Wie kommen wir da hin? Doch, warte mal. Ah, warte mal. Wir sind ja hier bei dem Typen. Denk dran, lügen, falls wir müssen. My Melody. This is her wedding ring. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. Mm. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy though. Whoever heard of a human and a puppet in love? Ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe ihre hinterlassene Nachricht gesehen, in der sie sagt, dass sie dich liebt. Okay. Melody. My Melody. Your words were everything to me. She was my guardian angel. The reason I survived the Krat disaster. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. I'm more than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please. Remember the love Melody and I shared. Who knows? Maybe you'll find true love one day too. Oh, shut the fuck up. She was my one true love. I don't think I will ever forget her. Okay, und jetzt haben wir so einen Ehering bekommen. Okay. Sieht nicht so aus, als ob uns das irgendwie weiterbringen sollte. Aber ich glaube, von der Seite, von der Rosa Isabella Straße, von dem ersten Teil, da ging es doch gleich irgendwo ab. Dorthin, wo es brennt, oder? Genau, da vorne und dann... Dann rechts. Also das andere rechts, ne? Das linke rechts. Bis hierhin verfolgt? So, jetzt kommen Hans und Hans. Also das mit dem Clown, das ist schon... Das wird hart. Ey.
Okay, wie kann ich den irgendwie cheesen? Jetzt ist... Okay, ey, Leute, das wird ein Riesenproblem werden, Alter. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Oh Mann. Vielleicht kann ich den mit irgendwas... Ich wüsste halt nicht mit was. Oh. Vielleicht laufen wir einfach mal an dem vorbei. Okay. Das ist ein weirder Kampf, oder? Arschloch. Echt, schießt sich so lange, wie es sein muss, mein Freund. Aus Versehen losgelassen.
Merry Christmas. Zu Ehren von Lady Kerasani, die Königin der High Society. Und Mäzen... Was? Mäzenin? Der Künste? Mäzenin? Das sieht aus wie das Hotel, ne? Also, so ein bisschen zumindest. Alright. So, Freunde, wir werden natürlich hier an den Stargazer gehen. Und natürlich werden wir jetzt nochmal zurücklaufen. Zu Ehren der glücklichsten Tage unserer Familie wegen ihrer Anwesenheit. Ich vermisse dich immer noch, Camille. GG. GG, Alter. Alright. Ich glaube, da ist nicht wirklich was zu finden. Nur Hans und Hans halt. No showing paradise. Okay, aber mehr gibt's hier anscheinend nicht. Nee. Das sieht cool aus hier. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, also das Game ist das Beste, der beste Versuch, ein Dark Souls Game zu machen, was kein Dark Souls Game ist, was nicht von From Software ist. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Mit Abstand das Beste. Aber auch das Game, obwohl es geile Gegenden hat und so, einfach man merkt den Unterschied zwischen einem From Software Game, weißt du, Level Design und so, und dem Game hier. Ja, und das soll keine Abwertung sein, aber du merkst halt, dass da ein krasser Unterschied ist. Schauen wir mal hier rein. Holy shit. Naja, war klar. Alter, die machen echt gut Schaden, ne? What the ever living fuck bist du? Ja,
Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Das war für diese Spezialwaffen, ne? Okay. Ist das sowas wie Wahnsinn? Von Elden Ring? Wir werden es hoffentlich nie erfahren, Freunde. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich jetzt direkt. Ungeil. Das war, Alter, ein Roundhouse-Kick. Ich weiß, wir sind durch mit der Folge. Ich will nur ganz kurz gucken. Ganz, ganz kurz gucken. Jetzt wird's ein bisschen... What the fuck ist das? Ein Technik-Amulett haben wir gefunden. Technik plus 4. Okay, das ist nice. Das ist wirklich nice. Ich will eigentlich nur zum nächsten Stargazer kommen. Was zur verfickten Hölle bist du? Ich hoffe, wir werden nie rausfinden, Alter, was das Vieh alles kann.
Klinge einer explodierenden Spitzhacke. Bitte was? Energie sparen. Feuerschlag. Verringert vorübergehend den Ausdauerverbrauch. Ey, das ist nicht schlecht, Alter. Das ist wirklich nicht schlecht. Für die legendäre Schauspielerin Adelina Cordet. Auch diejenigen, die sie um ihren Ruf beneideten, liebten ihre Lieder. Okay. Mann, ey, ich dachte, wir haben jetzt irgendwie einen Shortcut, das wäre so schön. Yes! Und noch direkt nach draußen. Okay. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Lies of Pinocchione, Alter. Hinterlasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Ich hoffe in der nächsten Folge dann auch wieder mit Cam. Es fehlt mir auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an dieser Folge. Mir gerade mit einem Stift quer über die Hand geschrieben. Wow, auch dafür zu doof. Haut da rein. Macht's gut. Bye bye.